Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Habt euch entschieden, ich werde noch einen Part versuchen, der sich wäre, Jiggy zu bekommen, also so circa 20 Minuten. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann werde ich die Aufnahmesession erstmal beenden und dann in der nächsten Aufnahmesession das wahrscheinlich wieder Upgrade halt immer machen, den ich ja gucke. Und einfach so lange probieren, bis es klappt und den Part, der geklappt hat, dann hochladen. So. Okay. Ich fühle mich jetzt schon ziemlich schwammig. So, gerade ist die Kamera ja mal richtig vertretbar. Wird langsam, wird langsam, wird langsam. So. Ich muss mir echt merken, dass ich dann springe, wenn es eigentlich aussieht, als ob man nicht springen kann. Weil dann klappt es auf jeden Fall, der Sprung. Jetzt. Ja, der Sprung klappt dann auf jeden Fall. Extra Leben nehmen wir mit. Geben ja. Desto besser. Ja, toll. Im extra Leben gestorben. Na, das ist mal ein Klassiker. Wenn ich so schon anfange. Bleib bei mir, wir kriegen das schon mal irgendwann hin. Ich habe bis jetzt schon alle Challenges in Videospielen geschafft. Bis auf Moldorm, den habe ich nicht selbst geschafft. Aber da braucht man Controller schuld. Ja, der war wirklich ein bisschen kaputt. Jetzt müssen wir wieder die Ventilator langsam machen. Ach Gott, ich kann diese Stelle langsam auswendig. So, und hinein. So wie klappt das nicht? Dann halt nur mit Banjo. Ein schöner Rückwärtssprung. Ja, der Retrose, das ist uns vollkommen egal. Voll die Tolle sowieso. Bin mal gespannt, ob wir es wenigstens mal schaffen, in die Nähe der Schiffsschraube zu kommen. Ich meine, das ist Übungssache. Irgendwann kriege ich das hin. Das könnte dauern. Das könnte lange dauern. Und 20 Minuten haben wir gerade wirklich sehr, sehr wenig Zeit vor, um das zu meistern. Brauche ich ja mehr Glück als Verstand. Und zack. Wenigstens das. So, nicht vergessen, den da kaputt zu machen, damit er uns nicht im Weg ist. Bienen jagen uns zum Glück nicht. Aus irgendeinem Grund auch immer. Okay, da schaffen wir es noch rüber. Wenn es ein bisschen knapp wird, denke ich. So. Immer auf die Zahnradlücken warten. Okay, soweit, so gut. Wird langsam. Jetzt. Eben dachte ich, er trifft. Blödes Ventrad, Ventilator, was auch immer du eigentlich bist. Wird langsam. Jetzt. So, diesmal nicht beim Extra-Leben runterfallen. Okay. Die erste Schiffsschraube. Da muss man auch erstmal drauf kommen, das zu tun. Die ist schon zu sehen. So. Diese verdammte Kamera. Jetzt. Nein! Das war doch richtig. Nun, schon wieder gestorben. Immerhin ist sich immer die Ventilator wieder langsam machen müsste. Immer wieder diese verdammte Stelle laufen. Und der Schwimmreifen hier nervt auch jedes Mal. Das ist einfach grässlich. Ihr kennt es langsam auswendig. Und ich weiß nicht, was ich dazu erzählen soll, wenn man sich da so konzentrieren muss. An dieser Stelle. Wie gesagt, ich kann mich nicht an meinen Rekord erinnern, wenn ich es mal geschafft habe. Auf jeden Fall dürfen die Leute sich einig sein, dass es das schwerste Jiggy im Spiel ist. Und ihr seht auch warum. Leider kann man die Windräder nicht ganz stoppen. Leider. Das zeigt die ganze Zeit Windräder. Da sind das Propeller. Die sehen halt aus wie Windräder. Mal sehen, wie weit wir diesmal kommen. In den Maschinenraum. Sag, ich kann mir nur weiter über die Kamera aufregen. Wenn die Kamera nicht wäre, wenn die nicht so verdammt bockig wäre. Immer einen zweiten Stick hätte, um sie zu justieren. Ach, so geht es auch. Ich habe jetzt einfach nur so gemacht. Aber es war alles eben 64, damals hatten wir die dummen C-Knöpfe. Und die Kamera tut sich ja immer drehen, wie sie will. Sie ist einfach zu dynamisch. Wenn ich R drücke, kann ich sie zwar irgendwie hinter Banjo platzieren, aber das funktioniert auch nicht immer besonders gut. So. Wieder Zahnräder.
Zack. Zapf. So. Das wäre geschafft. Das war ein bisschen zu spät, wie mir scheint. So, vorsichtig wieder. Also die C-Knöpfe, die drehen hier nur so schräg. Okay, wir haben es wenigstens bis da eingeschafft. Nächstes muss man ab hier nicht schon ein Timing machen, das wäre ein bisschen arg fies. Das ist so schon fies genug. Und immer sehen wir diese Zähne. Immer. Gesundheit da hinten. Wie gesagt, die Kamera geht mir wirklich arg auf die Nerven. Mit dem R-Knopf geht es noch am besten. Nein, das klappt nicht. Ich muss jetzt... Und... Wie gesagt, wenn die Dinger gerade vor mir sind, kann man springen. So, vorsichtig. Okay, du musst dich nochmal drehen. Langsam wird langsam. Jetzt. Okay, so sieht es am besten aus. Verdammt, der ist gerade langsam geworden. Verdammt nochmal, jetzt verliere ich wertvolle Zeit. Ja, jetzt wird er wieder schnell. Das schaffe ich jetzt bestimmt nicht mehr, weil ich hier nochmal vor dem Ventilator warten muss. So. Und vor dem muss ich jetzt auch warten. Kamera, sei doch nicht so furchtbar. Und durch. Und schnell durch. Und rennen. Wenigstens schaffen wir es mal bis dahin. Aber seht euch, da waren nur noch 30 Sekunden. Zweifel, dass wir das noch schaffen. Rechtzeitig dahin zu kommen. Na, vor allem, wenn ich die Tür verpasse. Und zack, rüber. Kaum noch Zeit. Wir müssen ja auch noch da runtertauchen. Und das ist das größte Problem. Jo, schon. Geht's daneben. Hätten wir das? Wir haben's. Das war cool. Ich wusste nicht, dass das so geht. Wir gehen also wirklich nur K.O., wenn wir da drin sind. Cool. So, wir haben sie jetzt alle, ja? Okay. Dann versuchen wir jetzt noch die 100 Noten zusammenzubekommen. So, fangen wir am besten im Maschinenraum an. Da müssen wir die Ventilatoren kaputt machen. Hätte ich jetzt für mich nicht gedacht, dass wir das noch hinkriegen. Hey, mehr Glück als Verstand, habe ich gesagt. Gute Sache. So, wenn ich jetzt allerdings irgendwo tot gehe, werde ich nicht versuchen, die 100 Noten zu sammeln. Das hebe ich mir dann für die nächste Aufnahmesession auf. Aber da wir jetzt gerade noch Zeit haben. Weg mit dir. So, die hier sind auch wichtig. Wir müssen ja auch die Noten hier einsammeln. Ja, die Noten im Maschinenraum sind das Widerlichste. Müssen die sein. Naja, aber immerhin habe ich in dieser Aufnahmesession die 10 Chickies zusammenbekommen. Ich hätte das nicht erwartet. Okay, wie gesagt, wir fangen im Maschinenraum an. Obwohl ich eigentlich genug von dem Ding habe. Aber am besten nochmal das Schwerste zuerst. Das wäre echt ätzend, wenn man sämtliche Noten sammelt, nur um dann zu sterben. Schließlich müssen wir ja alle in einem Stück sammeln, ohne einmal zu sterben. Fürchterlich. Aber wir können uns ja diesmal zum Glück so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Ich glaube, wir hatten eben auch wirklich ein bisschen Glück. Wieder geht mir die Stimme weg. Moment mal. Kommen wir da hoch? Nehme ich irgendwie vor, dass man da durch kann. Ah, sieh mal eine an. Die hatten wir ja noch gar nicht gefunden. Haben wir also jetzt die erste davon? Also die Mammutpedel lassen wir erstmal. Wissen wir ja. Wir wissen wenigstens, wo sie sind.
heißt, wir können sie bei Gelegenheit suchen. Komm. Gut, der hat uns bemerkt. Während dieses Rohr da dreht, versuchen wir mal die Kamera ein bisschen besser zu justieren. Okay, das ist jetzt das Beste, was ich hinbekomme. Werd langsam. Stoppe. Jawohl. Nein! Oh! Das war ja super jetzt. Wir haben immer noch Zeit, das heißt, wir werden weiterhin versuchen, Minuten zu sammeln. Ich möchte gerne wissen, wo Benji da jetzt runtergefallen ist. Ich kann sich Kasumi da ja festhalten, aber hier kann man viel ungenauer laufen. Deswegen möchte ich das eigentlich nicht ausprobieren. Okay, also wieder mal auf den Ventilator. Oh Gott, ich habe genug vom Maschinenraum. Lauf in dieser Welt. So, eventuell wird dieser Part länger, damit wir die 100 Noten noch zusammensuchen können. Aber ziemlich, wahrscheinlich sterbe ich vorher wieder und dann werde ich die Aufnahme-Session beenden und beim nächsten Mal mich um die 100 Noten kümmern und auch mal nachgucken, wo die letzte Honigwabe ist, falls ich sie nicht noch entdecke. Weil ich das gerade nicht weiß. Hier gab es ja jedenfalls jede Menge versteckte Räume, wo es Noten gab. Die müssen wir alle durchsuchen. Jeden einzelnen. Aber in denen ist man nicht so leicht gestorben wie im Maschinenraum. Im Maschinenraum gibt es ja so oft Insta-Death. Ja, Insta-Death habe ich heute oft gesagt. Ihr könnt ja mal zählen, wie oft, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Und ich will hier rein. Mein Zittriger reagiert nicht. Ist mein Controller kaputt? Ich glaube, ich habe noch einen anderen Controller. Den sollte ich mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert der ja besser. Gut, diesmal versuchen wir es wieder. Hatten wir schon alle Zeit der Welt. Aua. Trotzdem versagt mal so. Und zack. Ich bin gerade, weil die wieder so schwammig läuft. So, tief durchatmen. Und zack. Was war das denn jetzt? Eben war wirklich kein Grund, dass der runterfällt, oder? Ich hätte wirklich mehr Glück als Verstand. Bald ist wieder ein Game Over da. Das war klar, dass der jetzt trifft. So. Kann ich auch irgendwie noch seine Energie besser machen? Ich weiß nur nicht, wo genau das war. Es gibt auch noch ein Secret, das ich euch zeigen möchte. Aber das mache ich erst, nachdem sämtliche Welten durch sind, also nachdem wir 100, 900 Noten und 100 Puzzleteile zusammengesackt haben. So. So, jetzt wieder euch. Wir müssen ja eh hin. Hier muss man ja eh hin. Noten in der Zunge. Da kann man auch gleich die Noten einsacken. Ich schaff's nicht mal mehr darüber jetzt. Fürchterlich. Wie gesagt, am besten erst die schweren Noten einsammeln, damit man nie wieder dahin muss. Am besten ist es dann direkt danach zum Anker zu gehen, weil da gibt es ja auch noch ein paar Noten zu sammeln und da muss man ja verdammt nochmal tauchen. Wir wollen aber nicht tauchen, weil wir da so viel Luft verlieren. Wir können einfach so leicht stürzen. Es sind noch 6 Minuten. Und wir sind ziemlich weit entfernt von den Noten. Das hat wehgetan. Vielen Dank auch. Nur noch 4 übrig. So dreh dich. So drehst du dich einmal oder zweimal? Nur einmal. So, Zahnräder. Versuchen in der Lücke zu landen. Und hoch. Das nehmen wir mit. Okay. Immerhin sind wir jetzt hier. So. Da bleib stehen. Ach, das gibt's nicht. Ach so, verstehe. Jetzt kapiere ich das. Wenn der blöd stehen bleibt, da können wir da einfach nicht drauf. Dann fällt man automatisch. Und zack. Wollen es nochmal versuchen. Jetzt habe ich eine Idee, was das Problem war. Damit
können wir vielleicht arbeiten. Unten bei der TNT-Kiste gab es ja keine Noten. Nochmal davon trinken. Wir wollen hier hinein. So, dann bin ich mal den Maschinenraum abschließen können. Erstmal die Ventilatoren langsam machen. Natürlich könnte ich ja auch durch die andere Gegend dahin, aber ich frage mich, ob es durch die Rohre nicht leichter ist. Zumindest wenn sie richtig stehen. Hey! Ah. Jetzt nehmen wir den mit, bitte. Bald haben wir ein Game Over. Also wenn ich jetzt wieder sterbe, dann werde ich dir auch nochmal sicher die 100 Noten machen wie das nächste Mal. Wenn es gut läuft, dann machen wir mal so weit weiter, wie wir kommen. Irgendwie bezweifle ich, dass das Letztere eintrifft. Ich bin zu schlecht. Das war die falsche Taste. Ich wollte nicht auf A drücken, sondern auf B. So, hier kommt jetzt wieder dieses komische, was auch immer das eigentlich ist, Viech aus Linkers Cavern halt. Wir haben wenigstens volle Energie. Da können wir uns nicht beklagen. So, hier können wir uns jetzt schon fallen lassen. Konzentration. Okay, das war überhaupt keine Konzentration. Damit beende ich die Aufnahmesession an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.